Alter, hier gerade aus dem Wettangeln raus. Gerade den Stream beendet und auch ein bisschen getestet, was denn noch so läuft. Ja, und es scheint tatsächlich noch zu gehen hier mit der dicken Banane. Ich wollte gerade sagen Erdbeere. Nee, die Banane ist es. Tutti Frutti war die ganze Zeit ganz gut. Und jetzt auf einmal ballert es hier nochmal richtig rein. Die ganze Zeit mit den Zeilkarpfen. Und jetzt gerade hier nochmal eine schöne Trophy. Schummkarpfen. So ein Glubschi-Alden. Schönes Ding. Also direkt wieder raus hier auf 15 Meter. Ich habe gerade noch ein bisschen probiert im Nachhinein und wollte eigentlich hier gleich nochmal ein bisschen schleppen gehen. Aber dann merke ich gerade, hör mal, das ist ja gar nicht so schlecht. Gerade nur auf Mais gewesen und nur auf Maiskorn nonstop einen Zeil, ich habe gerade den Kescher schon verkauft, aber einen Zeilkarpfen nach dem anderen. Da sind gerade nur die Zeiler reingegangen. Und ja, Banane, gelb, ohne alles. Und jetzt habe ich gerade eben frisch umgebaut und habe mir gedacht, komm, vielleicht gehen ja auch noch die etwas größeren Zeilkarpfen rein. Ich habe noch keine Futtermische drin. Es sind vielleicht noch Reste drin hier von der letzten Futtermische. Und das war Tutti Frutti fürs Speedangeln hier auf Masse. Ging natürlich auch richtig gut. Das heißt, wenn man Bock hat auf Masse, dann geht das hier immer noch mit Tutti Frutti. Was aber auch hervorragend geht und wo auch richtig rausgezogen wurde. Über 400 Kilo war hier oben auf 132 und dann kann man da, ich sag mal, auf 7 Meter mal testen oder mal auf 9 Meter, auf 12 Meter, so in diesen Bereichen einfach mal testen, wie es da lübt. Ja, nach wie vor aber, wie gesagt, auch hier 15 Meter auf Tutti Frutti und wie gesagt, das, was mich gerade so ein bisschen überrascht hat, war, tja, die Banane. Ich habe alle meine Tutti Frutti Meise verballert. Hatte nur noch jetzt irgendwie was Fruchtiges. Es gibt ja nochmal diese Maiskörner. Und dann habe ich aber mal eine Rute hier mit Banane rausgeballert. Und was soll ich sagen, halt nur Zeilkarpfen. 5 Zeilkarpfen in Folge. Und man muss einfach sagen, Zeilkarpfen ist halt kohlemäßig doch deutlich besser als Schuppenkarpfen. Schuppenkarpfen ist zwar immer ganz nett, aber wie gesagt, kohlemäßig bringen die Zeilkarpfen einfach mehr. Ja, wie gesagt, momentan sieht es jetzt so aus hier vom Setup. Mit 20er Pop-Up und Banane gelb und der Dip, 1er Haken und gib ihm. Und ja, wie gesagt, noch kein PVA. Und das machen wir uns jetzt gleich. Das heißt, ich bastel jetzt nochmal eine Futtermische auf Banane. Und das versuche ich auch mal ruhig ein wenig süßlich zu kreieren. Ich glaube, von der Banane gab es auch verschiedene. Genau, hier haben wir schon die Feed Pellets. Banane, Banane. Und weißt du was? Ich mache sogar noch ein bisschen Tutti Frutti mit rein. Tutti Frutti. Zweimal Banane, zweimal Tutti Frutti. Und dann bin ich mal gespannt, inwieweit das vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr triggert. Nehmen wir mal hier die unterschiedlichen. Das Ganze machen wir aber auch hier nochmal mit einem Bananendip. So, das ist jetzt Banane. Ban-Tut. So, Banane Tutti Frutti. Einmal herstellen, ab dafür. Und dann rein damit. Ja, warum die Tutti Frutti Kombination? Weil auch in den letzten Tagen hier speziell immer wieder auch auf Tutti Frutti die Zeiler reingeballert sind. Und wenn die halt Bock haben auf diese Kombi oder diese Aromatik, ja, dann muss man es doch geben. Dann müssen wir doch dem Fisch liefern. Banane Tutti Frutti, da ist es. So, herstellen. Und dann gleich raus damit. Werde ich aber gleich auch nochmal mehr verwenden nach einer kurzen Pause. Wie gesagt, der Spot war jetzt gerade, kommt jetzt gerade heiß geangelt aus dem Turnier. Und normalerweise müsste ich dem jetzt erstmal 2 Stunden auch eine Ruhe geben.
dass sich das regeneriert und dann nochmal frisch hierhin. Werde ich auch nochmal machen. Das heißt, ich werde jetzt gleich nochmal ein bisschen schleppen gehen, wie gesagt. Und danach auch hier nochmal erneut testen, ob das nicht ein bisschen lübt. Ich meine, da vorne zuppelt es schon wieder. Nichtsdestotrotz werfe ich einfach mal testweise ein bisschen raus, ob sich da was... Banane, Tutti, hier ist es. Ja, das andere Ding geht auch schon direkt hier. Die zweite Rute. Auf den größeren Setup. Naja, warum denn auch nicht, ne? Warum denn auch nicht? Vielleicht nicht ganz so groß jetzt gerade. Und guck mal hier, der zweite Amur. Schmeiße ich direkt wieder rein. Nein, die wollen wir gar nicht. Die wollen wir gar nicht. Ich bin jetzt mit der Futtermische gerade sehr, naja, eher sparsam, ne? Wie gesagt, der Spot ist gerade ein bisschen, der ist halt heiß angefüttert und so weiter. Also jetzt hier nochmal viel Futtermische reinmachen. Wäre, glaube ich, nicht so gut und es beißen eigentlich schon, eigentlich ist ja auch schon durch der Spot. Es beißen auch schon komische Fische mit Amuren. Aber wie gesagt, Zeiler waren es halt. Zeiler, immerhin Schuppentrophy mit den Resten von der Tutti Frutti Futtermische. Ist doch auch nicht schlecht auf Banane. Und vielleicht geht ja auch noch ein bisschen mehr an der Stelle. So, so viel dazu. Einfach nur mal ein kurzer Einblick in das ganze Geschehen. Und was halt hier so passiert ist. Einfach noch mal ein bisschen mit der Trophy flexen, warum auch nicht. und wie gesagt, ich teste dann hier noch mal ein bisschen weiter. Ja, kohlemäßig können wir natürlich noch mal eben kurz reinschauen. Wie gesagt, die normalen Zeilkarpfen sind halt einfach kohlemäßig schon mal deutlich besser als die Schuppis. Würde eben bedeuten, einen Spot, wo man anteilig sehr viele Zeilkarpfen drin hat, bringt einfach cashermäßig deutlich mehr. Das ist halt das A und O. Ja, guck mal, wie viele Trophys hier oder wie viele Schuppenkarpfen schon wieder gefangen werden. Das Ding bringt nur noch 134 Silber. Erbärmlich, oder? Erbärmlich, ey. Katastrophe. Ja, naja. Also, so sieht es aus. Testet doch einfach mal und schreibt doch vielleicht einfach mal unten drunter in die Kommentare, wie das bei euch funktioniert hat mit der Banane. Vielleicht läuft das bei euch ja auch. Oder wie gesagt, diese Kombination Tutti Frutti anfüttern und mit Banane reinballern. Vielleicht ist das ja the way to go. Ich werde auf jeden Fall noch ein bisschen rumprobieren hier. 15 Meter, 133 direkt hier am Anleger, am Tümpel. Petri Illumels, testen, runterschreiben und ich bin gespannt, wie es bei euch funktioniert. Bis zum nächsten Mal.